Ihr süßen Schnuffis, ihr habt lange, lange, lange auf dieses Video gewartet. Wer bekommt den zweiten dicken Hobel? Sage ich euch gleich, ich mache da gar nicht lang rum. Ich bitte euch nur um eine Sache, ich werde den Hobel unten nochmal verlinken mit dem Link, den Wevor mir geschickt hat. Aus dem einfachsten Grund, ich habe in Zukunft vor, noch mehr Zeug von denen abzugreifen, um es euch zu schenken. Ich will da nichts für, ich werde jetzt immer nur zusehen, dass ich das Zeug direkt von denen geschickt kriege, dass ich es euch direkt weiterschicken kann, von mir aus. Nicht von China aus, weil, wie gesagt, die haben mir zugesagt, dass sie noch einen zweiten Hobel rausschicken. Ich bin mir relativ sicher, weil Wevor eine große Firma ist, dass die das auch machen werden. Aber damit die sehen, dass dann die Performance geht, packe ich den Link von diesem Hobel unten nochmal rein. Und bitte seid so gut, drückt nur mal auf den Link. Das ist kein Affiliate-Link von mir oder sonst irgendwas. Die messen aber die Performance von diesem Hobel-Link und sehen, hey, lohnt sich das, was wir da machen, um es dem Typ zu schicken? Oder lohnt sich das nicht? Ich persönlich habe gar nichts davon. Außer ein bisschen mehr Arbeit. Und aber auch, ich habe die Möglichkeit, euch was Gutes zukommen zu lassen. Beziehungsweise kostenlos auch was Gutes zukommen zu lassen. Ich zahle das Porto. Das zahle ich aus meiner eigenen Tasche. Ich bin mir nicht zu schade dafür. Das Einzige, was ich cool finde, ist, so generiere ich Videos, so kommt mein Kanal ein bisschen weiter. Und wie ihr schon alle wisst, ich mache das nicht wegen der Kohle. Ich mache das einfach nur, weil ich gerne dummen Scheiß rede mit euch zusammen. Mein Blödsinn mache, weil... Ja, genau, darum bitte ich euch noch. So, ich habe mir einen rausgesucht. Ich hatte ja den ersten Hobel geschenkt, dem lieben, lieben Multitool in Heidelberg, den ich ihm ja auch direkt vorbeigebracht habe. Und jetzt habe ich die ganzen Kommentare nochmal alle durchgelesen und ich habe mir eins rausgesucht. Und jetzt habe ich eine Sache gelernt. Jetzt weiß ich, wieso die Leute immer ein Gewinnspiel machen und so einen Generator benutzen und bla bla blub. Dann müssen die nämlich nicht nachdenken, wem sie so ein Ding schenken, dann müssen sie kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe so viele geile Kommentare gekriegt und ohne Scheiß, wenn ich es könnte, würde ich jedem Einzelnen so ein Ding schicken. Ohne Blödsinn, weil es einfach super nette Leute aus der Community, super Menschen sind, die ständig meinen Kanal verfolgen, ständig den Blödsinn verfolgen. Es gibt mit Sicherheit professionellere Kanäle, Leute, die sich beim Videoschnitt mehr Mühe geben oder das alles ein bisschen professioneller aufziehen. Das ist mir alles scheißegal, weil für so einen Klamauk habe ich keine Zeit. Und dann ist mir ein Kommentar besonders rausgesprungen und das war der Thomas Vogelsang. Warum? Also die Geschichte mit den Pimmelwitzen, Moment, bevor ich das jetzt pitche, ihr seid so geil, ne? Jeder Zweite hat irgendwie einen Pimmelwitz zugebracht. Finde ich super. Leute, unterste Schublade ist mein Zuhause, finde ich geil. Ich finde es so cool, dass ihr da mitmacht. Sahne. Jetzt aber zurück zum Thomas Vogelsang. Hat sich entschuldigt, dass er keinen Pimmelwitz kennt. Aber ich lese euch das einfach mal vor. Hallo Pero, leider kenne ich keinen Pimmelwitz und würde mich auch über den Hobel freuen. Weiß nicht mehr, ob ich dir schon mal geschrieben habe, dass ich im Pflegewohnheim arbeite. Jedenfalls habe ich in meiner Freizeit angefangen, als Ausgleich verschiedene Dinge für das Heim zu bauen und um meinen Bewohnern auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mein Nachbar bringt mir teilweise altes Holz von Baustellen mit, was keiner mehr gebrauchen kann und ich stehe dann wie ein Bekloppter und schleife, was das Zeug hält. Deswegen wäre ein Hobel eine enorme Erleichterung und meine Frau würde sich auch mal freuen, dass ich pünktlich zum Abendessen komme. In diesem Sinne, sei lieb gegrüßt und allen viel Glück. Bin mal gespannt, was noch so an Pimmelwitzen kommt. Grandios. Die Geschichte mit dem Pflegewohnheim. Ich sag mal so, jeder Mensch hat seine eigene Geschichte. Ich habe auch drei kleine Mädels und versuche ich alles für die zu machen. Und es gab Leute, die bauen ihren Kindern Spielzeug. Es gab Rentner, die wirklich nicht viel Kohle haben. Und wie gesagt, mir blutet das Herz, weil ich nicht allem eins schenken kann. Aber ich würde es gerne dem Thomas geben. Aus dem einfachsten Grund, ich finde es bewundernswert, wenn jemand im Pflegeheim arbeitet, weil das echt ein richtig anstrengender und schwerer Job ist. Und wenn man sich dann noch die Zeit nimmt, um für die Menschen dort was zu machen, man sagt ja nicht umsonst, geben ist seliger als nehmen. Und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr begeistert. Lieber Thomas, meine E-Mail-Adresse ist hinterlegt bei mir in der Bio. Ich werde dir auf diese Nachricht auch nochmal antworten, damit du auch eine Benachrichtigung kriegst. Meld dich bitte bei mir. Sieh zu, dass du es vielleicht in den nächsten 14 Tagen herkriegst. Weil ich sag mal so, ich gebe dir 14 Tage Zeit, dich bei mir zu melden. Ansonsten würde ich den anderweitig hergeben, weil ewig warten will ich halt auch nicht. Nicht, dass die Chinesen sich das irgendwie anders überlegen oder sonst irgendwas. Ja, und dann würde ich sagen, ihr Süßen, ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Feiertag und wartet auf die nächsten Videos. Ich habe noch mehr Zeug abgegriffen, ihr werdet es nicht glauben. Klickt unten auf den Link, dann können wir noch mehr abstauben. Ja! Wie ein scheiß Pirat.